Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Hier in unserem ganzen Spielzeug. Das Spielzeug ist aber nicht für uns, sondern für die. Und Delfine, die haben Bedürfnisse. Bedürfnisse unterschiedlicher Art. Und jeder weiß, dass man beim Spielen darauf achten muss, dass ein Kind oder ein Tier dabei nicht verletzt wird. Deswegen haben wir kein Spielzeug, wo Teile dran sind, die abbrechen können. Wir haben auch so gut wie kein Spielzeug, was aus Holz ist, damit es nicht splittert. Es gibt Spielzeug für Kinder, die da bricht was ab, dann können die es verschlucken. So etwas dürfen wir überhaupt nicht nehmen. Und deswegen sind unsere Spielzeuge zum größten Teil aus dem Sportbedarf. Für Gymnastik, für Therapien, Rehabilitationsprogramme. Und wir haben unterschiedliche Formen. Tiere, die Delfine, die leben ja in einem Lebensraum Ozean, wo die relativ wenig Formen haben. Die leben im offenen Ozean, wo es an für sich nicht viel gibt, außer Beute, Fisch. So, deswegen haben wir verschiedene Formen. Formen wie zum Beispiel diese Platte hier mit verschiedenen Noppen drauf, die kann man auch im Mund nehmen. Die ist sehr weich, dadurch können die keine Schäden an den Zähnen bekommen. Ganz besonders beliebt ist dieses Spielzeug, Bälle. Es gibt aber unterschiedliche Bälle. Zum Beispiel gibt es Basketbälle, die sehr rau sind. Die werden hier von uns nicht so gerne eingesetzt. Wir haben Spezialbälle aus der Therapie, wo Noppen dran sind. Die sind für die Zähne am besten geeignet. Damit können die sich nicht die Zähne kaputt machen. Und die beißen dann sehr, sehr gerne drauf rum. Und diese Bälle springen zum Teil auch unkontrolliert, weil die auf die verschiedenen Noppen aufkommen und dadurch springt auch mal ein Ball woanders hin, wo der Delfin das nicht berechnen kann. Ansonsten suchen die sich sehr, sehr gerne eine Wand aus und werfen den Ball gezielt immer wieder auf dieselbe Stelle, um den genauso wieder zurückzubekommen. Also ein Spielzeug, was für die Delfine auch noch interaktiv ist. Dann haben wir Spielzeug, das miteinander verbunden ist, damit man wieder eine andere Form bekommt oder das schwimmt und dann kann man eine Seite berühren, dann bewegt sich auf einmal die andere Seite automatisch. Dadurch gibt es eine Interaktion, das Spielzeug bewegt sich von ganz alleine und dadurch haben die Delfine wieder ein Stückchen Abwechslung mehr. Es gibt Spielzeug, wo die Tiere durchschwimmen können. Es gibt Spielzeug, das man zwar ins Maul nehmen kann, aber nur einseitig geöffnet ist, so dass sie das vorlaufen kann und unter Wasser liegen bleiben. Erst schwimmt es und dann sinkt es nach unten und bleibt unten liegen. Man muss es aktiv nach oben bringen. Dann haben wir Spielzeug, was auch fürs Programm benutzbar ist, wie diese Ringe hier. Damit können die spielen außerhalb vom Programm und diese ähnliche Übung, die benutzen wir ja natürlich auch im Programm. Dann haben wir ein Spezialspielzeug. Das wird eingesetzt, wenn Besucher nicht da sind. Deswegen sieht es keiner. Hier, das sind spezielle Tonnen. Die gibt es im Kanubedarf. Da kann man, die sind normalerweise wasserdicht. Da kann man seine Wertsachen reintun. Und wir haben die aufgeschnitten. Die sind recht stabil. Und die sind so dick, dass das nicht scharfkantig ist. Damit ein Delfin da irgendwas reinsteckt, was er nicht reinstecken soll. Das Ding wird mit Fisch gefüllt, zugemacht. Und dann den Tieren angeboten. So, und die Tiere müssen gucken, wie sie den Fisch aus diesen Öffnungen herauspulen, schubsen, donnern, dagegen stoßen, sodass immer wieder Wasserdruck da reinkommt und ein Fisch rausspült. Diese Spielzeug haben wir in verschiedenen Tonnen.
so dass verschiedene Größen da sind und dass sich auch nicht ein Delfin alle nimmt. Deswegen haben wir dann ganz viele. Wir müssen dann ganz viele einsetzen, auch in unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichen Löchern. Mal mehr Löcher, mal weniger Löcher. Für die Tiere, die das geübt sind und für die Tiere, die das noch nicht so richtig können. Das müssen wir dann gezielt einsetzen. So, dann haben wir hier zum Beispiel verschiedene Formen von Bällen. Mal gefüllt mit Wasser, mal nicht gefüllt, ohne Wasser. Dann haben wir auch das aus der Therapie. Diese Igelbälle, die werden auch ganz gerne benutzt. Die kann man nämlich schön unterm Felsen drapieren. Die bleiben nämlich kleben. Einfach an der Scheibe bleiben die haften oder bleiben unterm Felsen kleben, solange man die sich sogar lagern kann. Und dann bringt man die uns zwischendurch mal irgendwann wieder. Wir haben auch Pylone, die beidseitig offen sind. Und diese Pylone, damit spielen die auch ganz gerne. Die stecken da ihr Köpfchen rein. Allerdings benutzen wir die nur, wenn die Tiere alt genug sind, damit die nicht stecken bleiben. Wenn der Kopf groß genug ist, dann bleiben die nicht stecken. Das wäre fatal. Also wir müssen schon darauf achten, dass das Spielzeug wirklich auch geeignet ist für jede Altersklasse, auch bei den Delfinen, wie bei uns bei Kindern auch. Ne? So, und dieser Pylon hat zwei Öffnungen. Den können wir Pfleger dann auch noch aktiv benutzen, indem wir den voll Wasser füllen. Ich gehe mal zum Wasser hin, ich zeige das mal. Diesen Pylon, den füllen wir einfach mit Wasser, ziehen den ganz schnell hoch und haben eine Brause. Die Tiere, die mögen das unheimlich gerne, Wasser ins Maul zu bekommen, auf die Zunge plätschern. Man sieht genau, wie die Delphi ihre Zunge nach vorne drückt. Da hat die ganz viel Spaß und das kann die stundenlang machen, bis mir der Arm abfällt oder die Delfine den Pylon klauen wollen. Das geht viel auch, ne? Ja, das geht die jetzt auch gleich, das merkt ihr schon. So, und ja. Allerdings haben wir nicht immer die Zeit dazu. Dieses Spielzeug wird natürlich dann eingesetzt, wenn wir keine Vorführung haben. In der Vorführung funktioniert das nicht, da haben wir ja Spielzeug, was wir für die Übungen benutzen. Nach dem Programm oder nach den Fütterungen, dann bekommen die Tiere die Beschäftigung. Also Spielzeug, das ist eine Situation, wo die Besucher an für sich schon wieder weg sind. Die rennen ja nach dem Programm, rennen die raus. Daher sieht man nicht so häufig, dass wir hier Spielzeug einsetzen. So. Ja. Und ich denke, da haben wir viel Spielzeug schon gezeigt. Es gibt Spielzeug, was schwimmt. Es gibt Spielzeug, was auf dem Boden sinkt. Wir haben unterschiedliche Fender aus der Schiffstechnik. Diese Fender, die können Boote vom Bootsrand abhalten oder von der Wand abhalten. Die sind echt stabil, die kriegen die Delfine nicht kaputt. Egal wie feste die da reinbeißen. Und die sind auch so weich, beziehungsweise auch so glatt, dass sie ihre Zähne nicht damit abschaben können. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Spielzeug, das ist hohl, das schwimmt. Dieses Spielzeug wird auch gerne benutzt, weil da zum Beispiel der Nivo seinen Kopf drauflegen kann. Und dann schwimmt er damit schnell durch die Gegend. Genauso wie dieses Ding hier. Da kann man wunderbar den Kopf drauflegen, dann hat man so eine Auftriebshilfe und dann schwimmt er ganz schnell wie so ein Motorboot durch das Wasser. Da hat er Spaß dran. Oder klemmt sich das einfach unter den Bauch. In der Natur gibt es ja so Fische, Schiffshalter heißen die, und die kleben sich an den Delfinen dran. Und das macht der Igo mit diesem Spielzeug ebenfalls. Der klebt sich einen künstlichen Fisch sozusagen einfach auf die Brust und schwimmt damit durch die Gegend. Dann haben wir zum Beispiel an diesem Gerät ein anderes, haben wir zum Beispiel einen Schlauch angemacht, damit man, wenn man das bewegen will, eine Reaktion vom Schlauch bekommt und dadurch wieder etwas Besonderes hat. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das Spielzeug wird manchmal eingesetzt und manchmal nicht. Das entscheiden wir Pfleger, weil wir unsere Tiere kennen, weil wir auch die Bedürfnisse unserer Tiere kennen. Zum Beispiel haben wir eine völlig intakte Familienbande und wir haben Jungtiere, Oma, Vater, Mutter. Das alles ist hier drin und die Tiere, die beschäftigen sich untereinander. Das beste Spielzeug ist eine intakte Familie mit Babys. Die Babys machen Unsinn, am besten auch immer mehr Babys, nicht nur ein einziges, sondern viele Babys, so dass die Babys untereinander miteinander spielen,
die Eltern ärgern, dann brauchen wir dieses Spielzeug nicht. Und das haben wir, das machen wir nicht, weil wir glauben, das zu wissen, sondern die Delfine, gerade die Mütter, werfen Spielzeug raus. Wenn die das nicht mehr haben wollen, wenn die Angst davor haben, dass ihre Babys damit was machen können, dann werfen die es einfach raus. Weg ist es. Einfach über Becken ran. Tschüss. Und wenn wir das Spielzeug reinwerfen und binnen von 3 Minuten ist das gesamte Spielzeug nicht gespielt, sondern einfach rausgeworfen, dann heißt das für uns, die wollen das Spielzeug nicht. Also lassen wir es erstmal sein. Und das funktioniert ebenfalls tadellos. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass es Familiengruppen gibt. Und gerade bei den Weibchen, für die ist das ein wichtiges Bedürfnis, Babys aufzuziehen. Wenn man das nicht mehr darf, weil Tierrechter das so wollen, dass man ein Zuchtverbot einrichtet, dann finde ich das absolut falsch. Bei Männchen ist das schon mal wieder was anderes. Es gibt Männchengruppen, die spielen ganz anders als Weibchen. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass man Männchengruppen halten kann, ohne Babys zu haben. Weil das ist in der Natur ja auch nicht vorgesehen, dass Männchen Babys bekommen. Aber für die Weibchen wäre es, finde ich, Tierquälerei, dass man ein Zuchtverbot einrichtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.